Hallo und willkommen zum Klangguide und zwar nicht euer erster Boss. Es wird einen kleinen Zeitraffer hier geben, das heißt, es wird schneller laufen auf jeden Fall, weil das erste, das wissen wir alle, brauchen wir uns nicht angucken. Allerdings immer nur bis zu den Stellen, wo Ads oder so auftauchen. Ich bin Paladin, Paladin, DK, Entschuldigung. Die ersten Ads, die werden zusammengezogen und umgeklatscht. Hier ist das gleiche, das sind auch wieder App-Gruppe, zusammendenken, umhauen. Nichts atemberaubendes. Hier habe ich eins vom Boss auf dem Deckel bekommen, das ist übrigens der erste Boss, den wir gleich haben werden. Und hier kommen seine letzten Ads. Zu wissen wäre noch, dass das die einzigen Ads sind, die noch vor dem Boss kommen. So wie das jetzt hier mein Video ist, hier mit hinterländische Hüterhose, ist auf Null gesunken, sollte man das bitte nicht tun. Ich habe sie nochmal versucht zu reparieren. So, da geht's auch schon los. Irgendeiner hat getankt. Den tankt man immer von der Gruppe weg. Er macht einmal diese Hydrokanone, die macht einfach nur Schaden auf den Tank. Also auf den, der vorne steht. Die Bodenwelle, da springt er einfach willkürlich zu einem Spieler hin. Ausweichen, fertig, nicht runterstehen. Das ist jetzt so eine Technik, wir sehen die Kugeln, unter diesen Kugeln droppen gleich blaue Felder. In diese blauen Felder darf man nicht reintreten. Tretet man da rein, kriegt man Wassersucht. Hat übrigens der Dragoon hier rechts, links bekommen. Jetzt kommen wir zur Endphase. Jetzt ist darauf zu achten, dieses Marken, mit diesen Marken müsst ihr aus der Gruppe. Ihr werdet jetzt gleich anhand eines Beispiel Dragoons sehen, warum man aus der Gruppe soll. Dieses Mark, da droppt der Boss Wasserkugeln und wenn man da nahe kommt, wird man weggeschubst, wie dieser nette Dragoon hier. Passiert das mit der Gruppe, könnt ihr unter Umständen wipen. Will keiner, sollte man nicht machen. Er hat jetzt mitgenommen, er hatte das Mark. Er käme es bestimmt auch noch, aber Phase vorbei. Jetzt ist wieder ganz normal. Elektrischer Wirbel, da musst du zum Boss hinlaufen, wenn nicht kriegst du Stromschlag. Dieser Stromschlag macht Debuff und gibt dir ein bisschen Schaden über Zeit. Kann man despellen, genauso wie die Wassersucht. Jetzt kommt der Damage Check. Wichtig ist, eine Allianz geht in die Mitte oder wird automatisch random ausgewählt. Wir müssen die Hydrosphären kaputt machen. Die Gruppe drin den Hydrokern. Schaffen wir das nicht, kriegen wir Schaden. Aber das sollte kein Thema sein. Dazu kriegt die Gruppe, die den Hydrokern in der Mitte noch attackiert, nochmal Schaden. Also die kriegt Schaden über Zeit. Jetzt macht er nochmal seinen elektrischen Wirbel. Den Elektrohieb. Und im Prinzip war es das jetzt auch schon. Dieser Boss ist down.
Ja. Dann macht er noch Ausstoßen und Ausstoßen macht, dass du weggeschubst wirst.